Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Runde von Aura PvP auf dem GOMMY HT Server. Ja, es kennt sicherlich viele Aura PvP. Brauche ich hier nicht mehr viel zu, recht viel dazu sagen. Wenn ihr es nicht kennt, schaut euch mein erstes Video von Aura PvP an. Da habe ich kurz erklärt, was das Aura PvP ist. Und das war ja vorher eine recht geile Runde. Ich nehme ja gleich jetzt wieder den Mannschluss auf. Die vorige Runde habe ich gleich direkt einmal gewonnen. War echt nicht easy, muss ich sagen. Jetzt sind wir 2, 4, 7 Spieler. Sehr schön. Mal schauen, wie es wird. Da oben ist schon einer. Ah, der Pschreiter ist wieder da. Hallo. Den haben wir schon in der vorigen Runde kennengelernt. Glaube ich zumindest, oder war das in der Runde, wo ich noch alleine gespielt habe? Ich weiß gerade gar nicht. Ich habe, das ist jetzt meine vierte Runde quasi. Die ersten zwei habe ich nicht aufgenommen. Ui. Raff, geht nicht auf mich los! Oh, oh, oh. Ja, sollte ich irgendwie ausfällig werden? Bei Sprache, dann nimmt nicht alles ernst, was ich sage. Es ist halt, jeder sagt halt oder hat halt gewisse Reaktionen in Kampfsituationen, ja, in Stresssituationen, sage ich jetzt einmal. Und dieses ganze Aura PvP hier ist eine Stresssituation, zwar kein Negativstress, aber es ist halt Stress. Genauso wie hier. Schade, 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 dass nicht mehr passiert ist. Schade, schade, schade. Diesmal möchte ich mit den Enderperlen auf jeden Fall etwas sparsamer umgehen. Lol. Glaube, die nehmen sich als Ziel, die ganze Map auseinanderzunehmen. Das tut schon ein bisschen ungut. Ja, viele von euch, die das Aura PvP kennen, vom Original, sage ich jetzt mal, kennen die Map, kennen die das Haus hier, zumindest. Der Fisch. Guter Trick, aber nee, tut man nicht. Er lernt auch nicht, dass man essende Menschen nicht angreifen soll. Oh, falsch ab. Dieses Treffen teilweise ist echt für ein Poppes. Man darf nur essende Menschen angreifen, wenn sie selber einen angegriffen haben, währenddessen man gegessen hat. Ja, es ist. Also zeitweise kann es echt zäh werden. Dieses Aura PvP, aber teilweise ist es echt nur noch fetzig. Oh, oh, oh. Jawohl! Es hat Klingen gemacht. Ah, der Pschreiter. Hallo Pschreiter. Wollte mich hinter den Porten, damit ich ihn dann. Man muss ja immer schauen, damit man die Gegner irgendwie zu einer offenen Stelle der Map befördert, damit tut schon die Griffel weh. Was glaubt oder nicht, aber es ist so ein Hardcore-Clicking. Milchbubi ist jetzt unser Creeper.
Was ist, was ist, was ist? Go, 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 go. Hau dich gegenseitig das Maul ein! Es ist uncool, wenn ihr beide auf mich losgeht. Ist wieder. Oh, der wollte einen Creeper setzen, der. Diese Ratte! Ah. Oh! Oh, jetzt hab ich's verpasst. Sich hin da runter katapultiere. Das Schöne ist noch, ist, dass ich halt noch sehr viele Enderperlen habe, aber die werde ich offensichtlich in naher Zukunft brauchen. Da, 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 da. Schade, 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 schade. Gut, ja. Das war's. Oder soll ich noch? Ach, wisst ihr was? Eine Runde hänge ich noch dran, Leute. Eine Runde hänge ich noch dran. Wenn ich eine fixe Runde finde, wo es gleich weitergehen kann. So, schauen wir mal. Hier ist nichts. Also allzu viele spielen gerade nicht, deswegen mache ich hier mal den Anfang. Und gehe mal in eine Lobby rein. Mal schauen, ob welche ob Spieler nachkommen. Ja, hier seht ihr auch gleich die Server-IP. Ich warte jetzt ein paar Sekündchen. Wenn niemand nachkommt, werde ich die Aufnahme unterbrechen. Beziehungsweise abbrechen. Wenn es schon relativ müde ist, ja, spät ist und ich müde bin, warte auf weitere Spieler. Okay, Leute, ich glaube, das wird jetzt nichts mehr. Oder doch, Lolomat. Ja, da müssen noch ein paar weitere nachkommen. Schauen wir mal. Wir können hier einstweilen ein bisschen jumpen-runnen. Und euch mal die Map hier zeigen. Ist wunderschön hier diese Lobby. Man kann hier ein bisschen jumpen, wenn man hier hochgeht. Hier rüber, hier hoch. Das Jumpen hat mich auch auf eine sehr gute Idee gebracht hier. Und zwar, dass ich vielleicht. Das erwähne ich noch nicht. Aber es kommt. Quatsch. Noch ein weiteres Minecraft-Projekt. Ich bin gerade hier total in Mini-Minecraft-Sachen. Nein, ich will keine Party. Kann man das nicht? Ja, kann man, wenn man auf den Chat klickt. Was sollte ich sagen? Ja, ich bin gerade irgendwie total geil drauf auf diverse Minecraft-Mini-Sachen. Eben wie so Minecraft Aura PvP oder Hunger Games oder. Mute mich mal kurz, ich muss wie. Niesen! Sorry. Gott sei Dank hat das G930 einen Mute-Knopf. Ja, ich hoffe, dass hier die Runde bald anfängt. Hallo, Fröhleins! So, ja, Leute, ich bin gerade echt in kompletten Tatendrang.
Auch wenn ich schon müde bin. Ja gut, in 50 Sekunden beginnt. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt gibt's bald wieder ein paar aufs Maul. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ist jetzt meine dritte Minecraft-Aufnahme jetzt in Folge. Eigentlich meine vierte, aber eine davon ist leider. Ja, das war so eine Pseudo-Aufnahme. Ton aufgenommen, Bildmaterial irgendwie nicht. Ja, keine Ahnung. Jetzt kommt der Countdown. 5, 4, 3, 2, 1 und go, go, go. Wieso meistens immer hier abhauen? Ich meine, hier abhauen ist eigentlich sowieso voll für die Katze. Was ist da drin? Was ist da drin? Wir wissen, was da drin ist. Ja, Jon Snow. Jon Snow, okay. Schau mal hier oben hin. Ihr Ruf. Alter Schawede. Du, 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 du. Und da unten betteln sie sich schon. Und da mischen wir uns ein. Zack. Wow. Ich habe mich gerade schon unten gesehen. Ja, Ah, lass mich doch in Ruhe. Das ist halt dann immer die Frage. Wie schaut's aus? Ist man jetzt tot? Ist man nicht tot? Katastrophe. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, Junge, lass mich in Ruhe. Oh. Okay, meine Damen und Herren, das war eine sehr kurze Folge, beziehungsweise eine sehr kurze Runde. Hier nochmal kurz eine Übersicht, die ganze Map, die Leute, die es interessiert. So, ganz kurz grob herum. Relativ orange, würde ich so mal sagen. Das ist eine Mob-Farm. Ich glaube, dass das eine Mob-Farm ist. Das ist eine Mob-Farm, schaut so aus. Ach, das ist eine Villager-Dings, glaube ich. Ejo, ich glaube. Na gut, meine Damen und Herren, danke fürs Zuschauen. Bitte Bewertung nicht vergessen. Feedback auch nicht, ja. Und wenn ihr mehr Videos sehen wollt und ihr die Videos nicht verpassen wollt, abonniert mich und jo, bis zum nächsten Mal. Tschüss.